Moin und willkommen vom Tim Wins. Dort, wo es das Jagdgesetz erlaubt, elektronische Hilfsmittel einzusetzen, kennt man diese Critter. Wir haben zum Beispiel den Fuzzy Critter hier, ein Lockmittel, welches durch Bewegung im Lockbild vortäuscht, dass sich zum Beispiel ein Kaninchen oder Hase dort befindet. Durch diese Bewegung wird das Raubwild in das Lockbild gelockt und kann so besser bejagt werden. Betrieben wird der Critter mit 4 AA-Batterien und sorgt so wirklich lange für Bewegung im Lockbild. Die Inbetriebnahme ist denkbar einfach über den Ein- und Ausschalter und zum Transport lassen sich die Beine einklappen.